Hallo und willkommen zu Zublatten. Heute geht's weiter mit der Hauptquest. Gott, oh Gott, dann gehen wir mal. Sind wir auch bereit? Ich denke, ich muss das Blut brauchen. Okay. Auf geht's. Das ist das Gasschloss. Das wird eine blutige Schlacht. Sind wir auch wirklich bereit? Wenn du das Gasschloss jetzt betrittst, wird das drastische Auswirkungen auf die gesamte Welt haben. Wenn du vorher noch Nebenaufgaben erledigen willst, tue dies, bevor du das Schloss angreifst. Ja. Ja, ich denke, wir müssen die nicht mehr machen. Ja, wir sind bereit. Meine treuen Vampire, heute ist der bedeutendste Tag in unserem Leben. Der Tag, an dem sich alles verändern wird. Durch uns. Asgard denkt, wir sind schwach. Er will uns gebrochen sehen und uns für seine Pläne opfern. Doch heute werden wir uns für all den Schmerz rächen. All das Leid, das wegen diesem Krieg verursacht wurde. All unsere Liebenden, die ihr Leben verloren haben. Die Halle, in der er so viele Unschuldige geopfert hat, um sich zu stärken, haben wir vernichtet. Nun ist er geschwächt. Aber immer noch sitzt er auf seinem Thron und hält sich für mächtig. Er nimmt uns nicht ernst, und wir werden ihm und seiner Armee das Gegenteil beweisen. Denn selbst wenn unsere Waffen zerstört sind und wir blutend vor ihnen stehen, werden wir sie mit den Steinen seines eigenen Schlosses erschlagen. Selbst wenn wir umzingelt werden ohne Hoffnung, werden wir ihnen ins Gesicht spucken. Denn wir geben niemals auf. Jetzt ist die Zeit gekommen. Zeigen wir Asgard, wie stark wir wirklich sind. Dass wir ihm niemals dienen und diese Welt und unsere Rasse vor dem Abgrund retten werden. Der Krieg wird heute enden, der wird fallen. Für den Frieden, Angriff! Ich hab noch gemacht, dass die nach oben rennen, aber es sah so scheiße aus. Was glaubt ihr, wo sich Asgard befindet? Wenn ich raten müsste, ist er ganz oben. Und Larius, vergiss nicht, dass seine Klinge für uns beide gefährlich ist. Vor allem du hältst dich besser im Hintergrund. Er will Weiner und mich töten, aber du wirst ihm erstmal einmal egal sein. Falls uns etwas zustößt, dann flieh, hast du verstanden? Natürlich. Weiner, so wie besprochen, wirst du uns so gut es geht beschützen. Er wird euch nicht treffen, das schwöre ich. Bringen wir es zu Ende. Okay, ab geht's. Sieger ist gar ganz oben im Thronsaal. Alle Quests weg. Zieh die Items alle weg. Ja, außer die wichtigen. Glaube ich. Tja, Leute, was passiert jetzt? Gucken wir uns erstmal noch um. Ein Werwolf. Ich traue mich, den noch nicht zu benutzen. Ich muss erst noch anschauen. Ich wette, ich habe dann eh keine Ahnung, was daran falsch ist. Vielleicht trägt er das nicht, weil die Animation so übel ist. Weiß ich nicht. Ich meine, im Original hatte ich das noch nie. Obwohl, habe ich den überhaupt benutzt? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich hatte den Zauber gar nicht so oft. Bin mir nicht sicher. Hallo. Mich tauchen hier keine Asgard-Dialoge auf, die ich vergessen habe. Ich wusste eigentlich nicht. Schon wieder ein Vampirstein. Konnten wir aber gut gebrauchen.
für eine passende Atmosphäre. Mich mit den Skeletten, mit den Werwölfen. Ich habe mich nicht getraut, noch mehr dahin zu machen. Dann leckt es noch mehr. Und jetzt auch ab. Die haben richtig Bock. Oje, oje. Ich bin voll nervös. Ich weiß nicht warum. Aha. Sehr gut. Nicht gut. Oh, nicht schon wieder. Was ist denn das? Hatte ich noch nie. Buff State. Da bin ich überfragt. Ich schau mal. So, ich habe keine Ahnung. Scheint aber was mit dem CTB-System zu tun zu haben. Aber das hatte ich noch nie. Also zweimal hintereinander. Ich habe jetzt mal das Spiel neu gestartet. Vielleicht war da ja irgendwas kaputt. Ich frage mich aber, was das ist. Wie passiert das nicht nochmal? War das der Blüten-Dings? Schneidendes Eis macht blutend. Ich habe gesehen, dass ein Charakter hatte Blüten. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob es wieder crasht. Ich hab mal geguckt, was der für Skills hatte, aber da ist nichts. Dieses Plugin, das ich geholt habe, um die Dateien schneller zu laden, kann es ja nicht sein, weil ich den Fehler schon mal hatte vor ein paar Monaten. Bis jetzt hat mir noch keiner erzählt, dass er dasselbe hatte. Das ist immer ärgerlich, wenn das sowas ist, wo ich nicht weiß, was ich da machen soll. Am schlimmsten, wenn der immer passiert. Oh, wie unfair. Mami Elaine gehauen. Bluten, bist du schuld? Ich hab Schiss. Ich will nicht, dass es crasht. Das bedeutet, dass es nicht nur ein kleiner Fehler Schluckauf war. Ja, ja. Meine ganze Zauber. Ach, hätte ich. Speichern mal. Kette des Kriegs voraus. Gegenangriffschance in allen Kampfhaltungen. Vampirstein. Ich meine den Keller.
Hier gerade eine gefoltert. Hallo. Bitte keine Schläge, ich kann nicht mehr. Retten. Keine Angst, wir sind hier, um euch zu retten. Schließt die Augen, wir bringen euch weg. Danke, ich danke euch. Oh. Einzelzellen? Um diese Gefangenen sollten wir uns nach der Schlacht kümmern. Wir sind ein bisschen eingesperrt, aber denen scheint es sehr gut zu gehen im Moment. Okay. Auf den habe ich keinen Bock. Okay, neuer Kampf. Ich könnte auch fliehen, aber ich will gucken, ob der Crash nochmal kommt. Wäre schön, wenn das Neuladen des Spiels es gefixt hat, obwohl ich mich dann frage, warum das überhaupt kam. Was mit dem Bluteffekt zu tun, mit dem schneidenden Eis? Ich weiß es nicht. Ja, das bringt mich daran zu verzweifeln. Wow. Mal drauf achten, was ich mache. Sieht cool aus bei ihr, ne? Das ist doch geschlagen. Haha. Level up. Boah, der wollte aber. Oh nee, wieder die. Nicht so spät. Verdammt. Gut, dann können wir jetzt mal eine Linie beschwören, oder ein Skelett. Wenn ich überhaupt noch schwache Seelen habe. Gott. Ah, da dodgt auch die Feuerbombe. Oh ne, die ist schon weg. Okay. Dämon, nein! Hast uns gut gedient. Ich brauche eine schwache Seele. Okay. Nehmen wir mal eine Mühle. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Kämpft meine Vampire.
der will uns. Ja, wahrscheinlich auch. Hallo. Oh shit, ich hätte mal speichern sollen. Das habe ich auch benutzt. Oder? Das habe ich schon so oft benutzt. Ach ja, ich werde mir jetzt ewig lang darüber den Kopf zerbrechen. Und nerven. Was kannst du denn hier? Magierbandklingenaura. Eisinferno. Ein Schattendeis geht bei dir nicht. Zumindest beim Werwolf nicht. Das Neustarten geholfen hat. Ich darf nichts sagen. Ich stürze. Warte, hat der gerade eine schwache Sehne geholt? Gebracht. Ein Pierzahnkette. Tät gegen Blutung. Blizzards, was ist hier? Mal durch, danke. Oh shit, hier ist ja einer. Ciao. Vielleicht hat der mich auch bestraft, weil ich immer geflohen bin. Vielleicht hat das mit dem Fliehen was zu tun. Das könnte alles sein. Ich bin schon wieder eine Stunde drin. Oh, hallo. Die braucht er ganz bestimmt nicht mehr. Puh, weg damit. Dün, dün, dün. Haha, sie sind wirklich gekommen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr es gewagt habt, meine Halle zu zerstören und nun mein Schloss anzugreifen. Doch das spielt bald keine Rolle mehr. Du wirst die Blutgöttin niemals für deine Zwecke benutzen. Dieser Krieg endet heute. Mit deinem Tod, das versprechen wir dir. Du und deine Armee gegen uns und die Macht der Elras? Das glaube ich kaum. Lassen wir sie nur in den Glauben, Jaina. Das wird unseren Sieg nur umso köstlicher machen. Ein Sieg, den wir euch niemals gewähren werden. Ach, Valna, du weißt, dass ich schon längst gewonnen habe. Jaina, warum? Machst du all das wirklich nur aus Rache? Und was soll diese Kopie von mir? Es bringt nichts, dir irgendetwas zu erklären, Elaine. Deine Zeit nähert sich dem Ende zu. Richtig, genauso wie Celine wird dir ein paar schöne Blutgeister abgeben. Nicht wahr, Larius? Für das, was du meiner Schwester angetan hast, wirst du sterben. Sie war bedeutungslos, so wie alle anderen. Alles, was wir brauchen, ist die Macht eurer Blutgeister. Sie war nicht bedeutungslos, sie war alles für mich. Aber ein Monster wie du wird so etwas niemals verstehen. Für Celine. Larius. Larius. Nein. Du Wicht, wagst es, mich anzugreifen? Ich habe jetzt genug von diesem Gespräch. Lyria, was zum... Vielleicht hättest du doch auf Elaine hören sollen, Jaina. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du einen Platz an meiner Seite hättest und ich die Steintafel mit dir teilen würde? Nein, ich und nur ich allein werde sie benutzen. Nein, wie kannst du es wagen? Danke für deine ganze Arbeit. Einen erneut angenehmen Aufenthalt in der Ebene des Blutes wünsche ich dir. Du wirst dir kein Haar krümmen. Das Buch! Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Elras. Du Mistkerl! Röhr.
Verdammt. Walner, beschütze Larius. Du! Auf geht's, der Kampf gegen den Klon. So, es ist mal wieder gecrashed. Bin gerade am Testen. Woran das liegt? Und am Googlen. Sieht im Moment nicht so gut aus. Mal schauen. Vielleicht an dem Verwirrenstatus. Ein schneidendes Eis hatte das auch, ich weiß nicht. Ich wäre mal schlau, die Muni zu holen. Jetzt wünsche ich mich, hätte den Dämon. Das hatte ich auch benutzt und ist abgestürzt. Aber warum? Death Down ist doch nichts Schlimmes. Oh, sie ist still. Zufällige negative Statuseffekte. Weiß ich mich gerade nicht. Komm hier, Klon. Dauert eine Weile. Zauber sind alle nix. Kann man für Items benutzen, im Inventar gammeln. Sorry, ich bin ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, ob ich das diesmal gefixt habe. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Haben wir denn? Ein Feuerschaden. Hier lang Menschenfleisch. Entweder wegen meinem Fix oder weil ich keine Verwirrung benutze. Ich
teste es nach zum Aufnehmen, mal mit dem Verwirren. Wenn es nicht schon wieder abstürzt. Wir nutzen trotzdem mal das. Immun! Hilft schon richtig. Ja, geht aber nicht so gut hier. Testen wir sofort weg vom Fenster. Dann mache ich weiter mit Theorie. Ich mache dann weiter mit Theorie. Wieso dauert denn das so lange? Ich hab das nicht mal geändert. Na gut, Beherrschung nehme ich mal nicht. Beherrschungsaufwirkung. Vielleicht hatte ich letztes Mal die Axt. Ich glaube, die ist noch nicht gegen die Mühle, oder? Glaube ich gar nicht. Ich sehe ja eigentlich nicht. Heile dich mal. Oh, gerade richtig. Mach die Feuerbombe schon wieder weg. Schade, dass dieses Kampfsystem nicht so gut funktioniert. Ich hab mal Alex das auch ausprobiert. Ich fand das zu doof und buggy. Stürzt es nicht ab. Oh ja. Meine Grafikkarte hat mal gemerkt, dass ich was spiele. Bierstein, wir haben ja so viel. Das ist nicht so sein. Okay, wir haben es geschafft. Windduskalle. Wir könnten ewig so weiterkämpfen. Mein Blut, gehorche mir. Und jetzt töte dich selbst. Beim Monster. Perle der Erinnerung. Walner, verschwinden wir. Halte durch, Larius. Walner, seine Wunde ist so zu tief. Das Gift breitet sich in ihm aus. Larius, hörst du mich? Ja, ich habe solche Schmerzen. Das war so dumm von mir. Es tut mir so leid. Ich wollte doch nur Celine rächen. Beruhige dich, nicht bewegen. Jetzt müsst ihr doch ohne mich auskommen. Wer hätte gedacht, dass es so endet? Aber ihr beiden, wenn es jemand schafft, ihn zu töten, dann seid ihr das. Larius, ich glaube an euch. Ihr werdet der Welt wieder Frieden bringen. Da bin ich mir sicher. Du warst der beste Verbündete, den wir jemals hatten. Wir werden dich nicht vergessen.
Das ist das Schönste, was ich je gehört habe, Valna. Jetzt werde ich diese Ebene doch kennenlernen. Hier, Elaine, nimm sie. Die kriegt man nur, wenn man mit ihm geredet hat. Larius, ich schwöre dir, dass er büßen wird. Wir werden ihn in die Enge treiben und das alles wieder in Ordnung bringen. Auch du wirst wieder leben. Da bin ich mir sicher, Elaine, und grüßt ihn lieb von mir. Ja. Aber das ist echt das Dümmste, was ich geschrieben habe. Ich habe die Story aufgeschrieben, aber ich hatte die Dialoge noch nicht. Und mir ist beim Dialoge bauen, beim Spiel bauen, richtig aufgefallen, wie Larius dazu passt. Und der ist mir auch richtig ans Herz gewachsen, aber es war immer so geplant, ich muss dazu stehen. Ich will nicht einen Charakter weiterleben lassen, weil ich mir auf einmal denke, ja, den mag ich zu sehr. Und vielleicht war es auch einfach eine dumme Story-Entscheidung. Aber aus Fehlern lernt man ja auch. Und ich hoffe, ich mache das nächstes Mal besser. Boah, jetzt heul ich gleich. Das ist so traurig. Was sollen wir jetzt machen? Wir sind gescheitert und allein. All unsere Vampire sind tot oder geflohen. Asgard nur eine Armee aus Elras. Hätte ich Larius doch nur nicht mit hineingezogen. Elaine. Ohne seinen Körper oder seinen Blutgeist können wir ihn niemals wiederbeleben. Elaine. Bitte gib jetzt nicht auf. Diese Elras sind nicht so stark oder intelligent wie die Magier damals, das weißt du. Wir müssen nur das Buch aus Asgards Händen reißen. Wir haben ihn schon einmal besiegt und wir werden es wieder tun. Larius und alle anderen werden wieder leben. Wir finden weitere Verbündete und werden dieser Welt Frieden bringen. Ich bin noch lange nicht am Ende und du auch nicht. Ja, du hast recht. Danke, Valna. Dann los, wir werden Asgard finden. Werwölfe. Jaina, jetzt nicht. Töten wir erst diese Werwölfe. Ja, wir bekommen unser nächstes Gruppenmitglied. Das sollte eine Überraschung sein. Larius. Das Problem, was ich dann hatte, wie ist Jaina überhaupt? Was ist ihr Charakter? Ich hoffe, ich hab da was Gutes hinbekommen. Aber jetzt muss ich wieder aufpassen, wenn es crasht. Dann muss ich wieder alles von vorne machen. Jaina, was kannst du denn? Noch nicht viel. Taumaturgie. Füllt das Blut der Gruppe um die Hälfte. Das ist auch nice. Oh, da hat der Toteffekt funktioniert. Scheiß Schlaf. Prozent Chance, es hat funktioniert. Tja. Jaina, warum bist du hier? Wir müssen Asgard unbedingt aufhalten. Er ist dabei, die Steintafel zusammensetzen und zu benutzen.
die Steintafel zusammenzusetzen, zu benutzen. So ist es richtig. Die Steintafel? Aber meine Bruchstücke sind sicher versteckt. Nicht mehr. Dein Doppelgänger hatte all deine Erinnerungen und hat uns zu ihm geführt. Das war der einzige Grund für ihre Erschaffung. Was? Gibt es auch etwas, was Elras Magie nicht kann? Nicht mal. Das darf nicht wahr sein. Ich weiß, wo er ist. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn aufhalten. Warum sollten wir dir trauen? Vielleicht ist es eine Falle. Nein, ich. Es tut mir leid. Das war alles nicht so geplant. Unseren Tod hast du aber geplant. Hatte ich, ja, aber nicht mehr. Ich weiß, ich habe viel Schlimmes getan, aber meine Rache hat mich viel zu weit getrieben, so wie euren Freund. Ich habe meine Schwester verloren. Verdammt, das wollte ich doch nicht. Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Ich wollte doch nur... Wir brauchen uns. Sonst sind wir bald alle dem Untergang geweiht. Asgard kontrolliert nun meine Elras. Und ich danke dir, dass du mich vor dem Tod bewahrt hast, Elaine. Das hätte ich nicht erwartet. Oh, sie lieben sie halt noch. In Ordnung, Jaina. Du hast recht, dass wir uns brauchen. Und hast du herausgefunden, was die Steintafel bewirkt? Ja, sie hat die Macht, den tiefsten Wunsch des Anwenders zu erfüllen. Ich wollte damit der Welt Frieden bringen. Wenn das wirklich wahr ist, sind wir in noch größerer Gefahr als gedacht. Ich hätte gleich wissen müssen, dass dieser Mistkerl irgendwas vorhat, anstatt dass wir die Steintafel sofort benutzen. Zugegeben, ich wollte ihn kurz davor verraten, aber er ist mir zuvorgekommen. Wo ist der hin, Jaina? Zu einem Elras-Versteck weit im Südosten. Ich kann es dorthin führen. Dann aber schnell. Ja. Hallo, Jaina. Willkommen in der Gruppe. Larius tot. Larius ist tot, ich kann es immer noch nicht glauben. Ohne seine Leiche oder seinen Blutgeist können wir ihn niemals wiederbeleben. Nein, das will ich nicht glauben. Gib die Hoffnung nicht auf. Wenn das alles vorbei ist, werden wir seinen Blutgeist finden. Ich hoffe es. Du hast mich auch nicht aufgegeben. Er ist stark, Elaine. Er ist deine Schöpfung. Wenn sich einer manifestieren kann, dann er. Ja, du hast recht. Wir werden ihn finden. Nachdem wir ihn gerecht haben und die Welt wieder in ihren Frieden findet. Der verdammte Asgard. Jetzt ist dieses Schwein uns schon wieder entkommen. Ich kann es kaum erwarten, ihm sein dämliches Grinsen aus dem Gesicht zu schneiden. Er wird bluten. Verlass dich drauf. Hi. Hast du einen Moment für uns? Von mir aus, um was geht es? Hör zu, ich weiß, dass du furchtbar wütend auf uns bist. Wir haben dich aus deinem Leben gerissen, damit du unsere Tochter wirst. Jetzt, wo ich es ausspreche, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Wir haben dich immer geliebt, so wie Eltern ein Kind lieben können. Es tut uns unendlich leid, wir haben nur an uns selbst gedacht. Nun, ich bin froh, dass ihr das sagt. Wisst ihr, ich war darüber wütend, sehr sogar. Aber mir hat mein Leben als Vampir schlussendlich gefallen. Doch was ich gehasst habe, war, dass ihr mir nicht vertraut habt. Ich habe mich unendlich allein gefühlt. Ihr habt mir nie etwas erzählt und alles geheim gehalten. Und am Ende musste ich in dieser verdammten Ebene des Blutes leiden. Das wollten wir nicht. Wir wollten immer, dass du in Frieden lebst. Deshalb haben wir dir nichts erzählt. Glaubst du, es hat uns gefreut, dass du leiden musstest? Nein, es brach uns das Herz. Und über die anderen Vampire dort draußen? Ihr habt immer behauptet, wir seien die Einzigen. Das waren wir doch auch, bis du Asgard wiederbelebt hattest. Ich hätte wissen müssen, dass er mich belogen hat. Doch ich war es nicht, die ihn wiederbelebt hatte. Nun, wer auch immer es war, es ist nicht länger von Bedeutung. Aber du hast recht, Jaina. Wir hätten viel offener mit dir sein sollen. Wir können uns nur immer wieder entschuldigen. Vielleicht kann ich euch irgendwann vergeben, aber wir sollten aufbrechen. Wir können später noch genug reden, wenn wir das überleben sollten. Und hier, die brauchen wir jetzt mehr denn je. Danke. Lass uns später reden, wir haben keine Zeit mehr. Wir sollten los. Oh.
Eine Kerze für Larius. Gut, wir haben aber noch nur Vampire mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen, werden erfahren, was diese Perle enthält. Ich habe nämlich eine Backstory gebaut für den Klon. Und ein bisschen was erfährt, ist aber optional. Faszinierend. Ihr seht tatsächlich genauso aus wie Elaine. Dieses Experiment war ein voller Erfolg. Das mit der Stimme kriegen wir noch hin, obwohl das fürs Erste überhaupt nicht wichtig sein wird. Ihr seid zwar für Lady Jaina bestimmt, aber das bedeutet nicht, dass ihr mir nicht nützlich sein könnt. Das solltet ihr euch noch einmal überlegen. Ich habe euch erschaffen. Wenn ihr euch meinen Willen widersetzt... Dieses Halsband zwingt euch dazu, mir zu gehorchen und jeden meiner Wünsche zu erfüllen. Noch dazu kann ich euch damit immer kontaktieren. Und sollte ich jemals sterben, dann werdet ihr unter Lady Janas Kontrolle stehen. Was meint ihr? Diese Erfindungen der Elras sind außergewöhnlich, nicht wahr? Zu schade, dass sie nicht mehr unter uns weilen. Wer weiß, was ich noch hätte lernen können. Ich habe auch schon den perfekten Test, um zu sehen, ob ihr auch etwas taugt. Fangt mir einen Menschen und lasst euch von niemandem erwischen. Arme Lane-Klon. Gehorcht, oder ihr werdet die Konsequenzen spüren. Sie kann mit den Schatten verschmelzen. Ist sie mehr Elras als Vampir? Das muss ich genauer beobachten. Ja, wer weiß. Hallo, habt ihr euch verlaufen? Ihr müsst doch zu Tode frieren. Ihr könnt zu uns nach Hause kommen und euch an unserem Feuer wärmen. Meine Mama hat sicher nichts dagegen. Woher kommt ihr, my lady? Ich glaube, sie kann gar nicht sprechen, Mama. Oh, ich verstehe. Ihr könnt ruhig bleiben. Wärmt euch so lange auf, wie ihr braucht. Ich werde euch auch eine Suppe machen, dann wird es euch sicher wieder besser gehen. Ihr könnt auch gerne länger bleiben, wenn ihr kein Zuhause habt. Ich wette, wir können Freunde werden. Maya, komm und hilf mir. Ja, Mama. Bring mir einen Menschen, Kreatur. Gehorche, oder du wirst unfassbare Schmerzen erleiden. Hier, trinkt das. Das wird euch aufwärmen. Seid ihr in Ordnung? Was? Was macht ihr da? Ah, wie gemein. Das habt ihr gut gemacht. Mit euch an meiner Seite werden wir noch lange so weitermachen können. Grämt euch nicht. Ihr hättet immerhin keinen Platz in dieser Welt. Helft mir, Elaine zu fangen, und ich werde es euch in Betracht ziehen, euch die Freiheit zu schenken. So. Denn wenn sie erst einmal nicht mehr da ist, wäre es doch passend, wenn ihr sie vertretet, nicht wahr? Doch solange müsst ihr euch meinen Experimenten hingeben. Kommt, es gibt noch viel zu tun. Arsch. Elaine. Ja, sie hasst Elaine, weil sie wegen ihr lebt. Aber jetzt hat sie ewige Ruhe gefunden, wenn sie denn nicht in der Blutebene kommt. Oh. Gut, das war mal eine Folge mit viel Story, mit Austausch eines Gruppenmitglieds.
und Scheiß-Crashes. Und wir bringen Jaina mal ein paar Zauber bei. Ja, ist dasselbe wie Larius. Eigentlich, Schatten und Status ist eigentlich gut, aber dann hätte Jaina wahrscheinlich lieber Feuer oder Licht, aber sonst hätte keine Eis. Ach, Larius. Ich lass mal Schatten. Blockendes Eis, Schwäche. Dunkle Schatten, Beherrschung, Eishagel, ja. Dieselben wie Larius. Massenfleisch zu Blut. Ätzender Nebel, kalte Knochen. Ja, schneidendes Eis traue ich mich nicht. Kann ja mal den Schild nehmen. Dunkle Heilung, Giftregen. Ich muss erst stärker werden, okay. Heilt Lebenspunkte, verursacht aber rasend. Giftregen, der ist nice. Nass und Gift. Gut, dann machen wir hier mal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter. Seid gespannt. Da kommt noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.